So. Hi. Aber ich hab den doch abgeschlossen. So. Hi. Habt ihr jetzt aufgemacht, die Luken, oder wie? Ja, können Sie mir erstmal Ihre Maske zeigen? Was? Meine Maske? Ihre Maske? Ja, das ist eine chemische Reaktion, könnte ich jetzt sagen. Ich hab Ihnen doch vorhin gesagt, wir tragen Masken, weil es komisch riecht nach Chemie und zu unserer eigenen Sicherheit. Ich hab einen Schlips. Reicht das? Wow. Ich möchte daran nicht dran schnuppern, der Herr, die soll nicht die Ladeluke aufmachen. Ich könnte mal dran lecken. Ja, machen wir gleich. Also, ich hab hier so ein bisschen das Gefühl, dass sie hier so ein bisschen auf Zeit spielen. Auf Zeit? Mhm. Auf Zeit. Sehen Sie irgendjemanden, der hier ein Handy am Ohr hat? Nö. Herr Shepard. Ich frage nur. Ja, das ist ja jetzt Shepard. Kein Problem, wenn sie hinten mal aufmachen, guck mir die Kartons an und dann ist gut. Das ist Leute, das wird langsam knapp, kommt schnell vorbei. Ja. Jetzt. Was meinen Sie, wie schnell ich meine Pumpgun draußen habe? Das dauert ein Sekundenklick, so. So. Was ist denn ein Sekunden? Ach, Herr Shepard, Sie wissen doch, wir wollen überhaupt nichts mit der Polizei zu tun haben. Das weiß ich. Also, macht's gar keinen Sinn, wenn wir jetzt Kumpels holen. Ich meine, Sie können, glaube ich, schneller funken, wie wir unsere Waffen draußen ja, haben. Ja, wenn Sie wüssten, wie viele Kollegen im Dienst sind, dann, glaube ich... Warte, das kann ich ja mal schnell nach... Nein. Kann ich Ihnen auch sagen, es sind 5. Also... Ja. Und die sind gerade beschäftigt. Officer, wollen Sie jetzt mal auf die Ladefläche? Ja, ich würde da gerne mal gucken. Die anderen haben sich nur versteckt. Wir können gerne gucken. Ich will, also, ja, dann, mal auf. Ich will ja dann nur mal hinten drin looken. Sind halt viele Kartons, ne? Ja. Also aufpassen. Die sind alle lose drin. Die werden dann bei uns in der Spedition, werden sie dann auf Paletten, auf Europaletten gepackt. Dann werden die versandfertig fürs Schiff gemacht und dann werden sie verschifft auf die ganze Welt. Das ist ja supi. Falls sie ein Laserstripe was sagt, das sind die Dinger. Wie die sich in Hosen machen. Die pissen sich in. Ja, die müssen wir schon aufmachen, die Luke. Es gibt ein kleines Problem. Das Verfolgen kommt. Jetzt klemmt die Luke oder was? Status ja, klemmt oder so. Ach so. An was es liegt. Der zweite LKW. Check, hat er geht da die Luke auf? Ich hoffe bei keinem. Kann ich da jetzt am besten machen? Der dritte LKW hört auch keinen oder was? Was? Eine Luke? Ja, da wird da wohl bei irgendeinem LKW hier die Luke aufgehen. Kennzeichen bitte. Kennzeichen war MC. Also Magda, Charlie, 406. Nee, ich glaub Ihnen das schon. Auch wenn aber bei irgendeinem LKW, ihr müsst, also, versteht mir jetzt mal nicht falsch, aber ihr baut ja da drin noch Lesezeichen. Die müsst ihr ja irgendwie noch hier in euren LKW quetschen, oder nicht? Stellt euch die auf den Schoß. Ich sag Ihnen ja, wir packen das in Kartons ab. Ja. So, und die werden dann auf eine Europalette in der Spedition gesetzt. Die werden dann vom, im Grunde vom Lagerpersonal, werden die auf eine Europalette gesetzt, werden versandsicher verpackt, das heißt Vakuumfolie sozusagen eingepackt, so dass es dann für den Schifftransport im Grunde genommen sicher ist und dann wird es verladen. Aber die aber die Dinger, die müssen ja hier irgendwie wegkommen. Ach, sie haben es doch immer noch nicht verstanden. Ja, dann mach doch einfach mal die scheiß Luke auf. Die Kartons stehen noch da oben. Langsam werde ich hier ein bisschen fuchsig, Kollege. Du hast doch eben gesagt, da sind Kartons hinten drinne. Jetzt mach das Ding hinten auf. Richtig, die Kartons, womit wir die Lesezeichen machen und die fertigen Lesezeichen. Ja, das ist ja okay, dann zeigt mir doch euren Stuff, was ihr da hinten drin habt. Sag mal, ist denn... Ich würde gerne versuchen, die Luke aufzumachen. Geht nicht. Was ist denn da mit euch kaputt? Ey, jetzt wollt ihr mir... jetzt stehen hier drei LKWs. Jetzt mal Butter bei der Fische und ihr wollt mir erzählen, bei allen drei LKWs sind die Luken kaputt. Nein. Naja. Unwahrscheinlich, also. Unwahrscheinlich. Ja, klar. Deswegen, Moment, ich hol mal schnell eine Dose WD-40 aus dem Auto. Naja, dann mach doch mal hier bei dem dritten LKW die Luke auf. Haben Sie was zu trinken? Ja, selbstverständlich. Mensch. Das Ding ist doch. Wir haben keine Luke, wir haben Türen. Dann mach die Tür auf. Ja, dann sagen Sie das. Eieiei, ich werd hier bescheuert. Eine Rampe, die sich öffnet. Ich werd hier bescheuert, Leute, ganz ehrlich. Jetzt stellen Sie du einfach Frachtür, boah, ja, jetzt, Luke. Jetzt verstehe ich, dass Sie eine Schule bauen wollen, ganz ehrlich. Ah, Dose hab ich alle. Noch gesagt. Was wollen Sie mit Ungebildeten hier in der Schule? Ja, das verstehe ich jetzt. So. So. Na, Tür auf hier. Ja, einen Moment. Krieg ich die Türen denn hier auf? Einen Moment. So. Was ist denn los mit Ihnen? Geht gar nicht auf. Doch, Sie haben ja... Doch, die sollten jetzt auch sein. Nö. Ich sag ja, Sie können sich da mal reinsetzen, können selber betätigen. Bei uns, bei den Modellen geht es nicht ganz. Richtig. Das geht bei dem hier, ne? Nein. Naja, dann... Leider nicht. Müssen wir da irgendwie rein... Ja, was geht, Alter?
Außer ich kann wenn nur ich den, irgendwie reinkommen und dann kann ich es von innen aufmachen. Ja, so. Wie willst du da reinkommen? Dann... Ja, ja, das kann man halt nur die Spedition betätigen mit ihren komischen Chip da. Nee, aber ihr habt doch hier euren Scheiß drin, damit er das verarbeitet zu Lesezeichen. Ihr müsst ja irgendwie hinten rankommen an die Dinger. Könnt ihr mir ja nicht sagen, die Tür ist zu. Hey, dafür gibst du den Tank. Der ist schön abgeschichtet. Einmal Diesel und einmal... Was hat denn jetzt mit Benzin damit zu tun? Wie kriegt ihr denn die Lesezeichen in den Tank rein? Wissen Sie was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Die Lesezeichen sind immer noch da oben. Sehen Sie auch die Laserzeichen? Laserzeichen. Die Lesezeichen. Ne, habt ihr hier nicht irgendwo so ein Karton noch irgendwie auf dem Beifahrersitz? Ihr habt hier drei LKWs. Wir machen ja hier mit chemischen Stoffen auch ein bisschen rum, ne? Leuchten oben in der Nacht. Einer, der ist kaputt gegangen, dürfen wir ja nicht benutzen, ist ja hier auf dem Beifahrersitz. Ja, dann steigen sie ein, da steht er. Ja, das ist doch mal ein Wort hier. Was hast du gesagt? Ja, so. Genau jetzt die blöde Tür da hinten klemmen. Und dann könntest du ruhig auf den Fahrersitz überspringen und einmal den Knopf drücken für Tür öffnen. Kofferraum, Ladefläche. Und dann sehen sie, das tutet nur kurz, weil jetzt die Spedition per Kopf... Knopfdruck, dann machen wir es. Deswegen lagern wir vorübergehend die blöden Kisten da oben. So. Hey, Sie klauen gerade aber nicht den LKW, oder? Nein. Wäre für die Chemikalien nicht ein Tanklaster besser? So. Gut. Sagen Sie das unserer Spedition. So, sieht doch. Sehr sparsam. Sieht doch soweit ganz gut aus. Gucken wir mal hier noch. Geht nicht. Warten Sie. Musst du mal aufmachen. Ich verstehe gar nicht, warum sie gerade so aggressiv wurden. Aggressiv? Also, jetzt checken, sie haben mich noch ja nicht aggressiv erlebt. Muss andersrum. Also, ne? Wenn ich aggressiv bin, dann renne ich hier mit meiner Pumpgun rum und mache hier Ramazama Heiterkeit. Dann bin ich aggressiv. Jetzt wirkt noch ja, die Ruhe selbst. Ich muss mal kurz ein Lesezeichen wieder kaputt hauen. Meinst du das? Officer? Nee. Da ist genau das gleiche drin wie beim guten Herrn Cheng. So. Au! Der LKW hat mich angegriffen. Oh. Wird konvestiert jetzt. Reicht mir jetzt hier. Au! Ja, dann gehen Sie doch hoch und... Gut. Was soll ich Ihnen sagen? Bitte was? Bitte? Ich glaube Ihnen hoffentlich kein Wort, aber da sind ja Lesezeichen drin. Gut. Mehr wollte ich gar nicht hier. Ja, so. Wenn da welche drin sind, dann können Sie uns da glauben. Kommen Sie mir jetzt hier nicht frech, Freund Blase, Junge. Ich sag Ihnen das. Kollege, ja? Ja, pass auf, Alter. Ich rufe meinen Kollegen im Blau jetzt an. Das reicht mir. Herr Dau. Ich erlebe dich. Na, schön, ja, die Herr Shepard, hallo? Ja, Herr Shepard, und ja. Zwar ist ja oben beim Hippie-Dorf irgend so ein Pop, der meint, der glaubt uns nicht. Mhm. Ich hab ihm gesagt, wir machen Lesezeichen, ja, der meint, der glaubt uns nicht. Knallt ihn ab. Direkt. Alles klar, mit Vergnügen nämlich meine Achse. Ah, oh, der hat schon aufgelegt. Ja. Oh. Was los, Bro? Oh, was hat denn der da? Sag mal, du Knalltüte! Der hat ihr Auto weggerammt. Schnappen Sie ihn! Los! Halt doch mal die Klappe. Und das ist unsere neue Lieferung für unsere Lesezeichen. Kann der die Laderampe hinten aufmachen? Weiß ich nicht. Der hat auch nur Lesezeichen dabei. Das glaube ich den ja. Da vorne bleib am besten so stehen. Da stehen LKWs und das passt schon, Keule. Okay. Keule, kannst du da hinten mal die Rampe aufmachen? Ich hab keine Rampe. Deine Tür, ey. Sag mal... Ey, ja, bei euch muss man alle 10 mal sagen, ne? Für die Lesezeichen. Das glaube ich euch auch. Ihr sollt doch nur die. Ey, ich will eine Ladungssicherung machen, Freund Blasen. Was ist denn daran jetzt so schwer? Was ist denn daran jetzt so schwer? Tür auf, ich guck rein. Ich guck rein mit meiner Taschenlampe, ob da alles clean ist und dann ist gut. Ey, Junge, ey, ihr stellt euch auch manchmal an. Der Typ hat sich gerade selber. Da, Wunder prägt ihr, das geht doch! Das ist richtig. Ich komm hier nicht rein, ich bin zu fett. Guck ihn hier da näher. Sehen sie voll mit Strähnchen, das Scheißding. Ich komm nicht rein, ich bin zu fett. Uiuiui, warte, ich guck mal, ob ich die Plane noch an Rädern aufmachen kann. Ich glaub, ja, da fällt eine Tür ab. Muss sie ab? Komm da auch nicht rein, Mann. Das ist der LKW, wo man sich in stell mal! Sie dürfen nicht den ganzen Tag nur Donuts essen. Was soll das jetzt heißen? Jetzt ist die Tür ab. Jetzt ist die zweite Tür auf. Fahr mal das Fahrzeug ein bisschen näher ran. Fahr mal das Auto ein bisschen näher ran, damit wir mal reinhechten können. Meine Tür, sollten sie ja nicht abreißen. Ja, ja, also jetzt kommen sie mir hier nichts von ersetzen, ja? Also mein Auto hat jetzt da drüben auch einen Lackschaden. Ich sag mal, sind wir quitt jetzt hier, ne? Ja gut, okay, ja gut. Du sollst den nicht anfahren. Allerdings habe ich auch noch nicht gespielt, ob ich da reinklettern kann. Und das ist irgendwie, weil das ist ziemlich hoch. Und ich bin auch nicht mal der Jüngste.
Der klappt, ne, das ich ist... Oh. Ja, ich guck von hier aus, ne. Ich merk... Darf ich mir auch noch einen Kopf... Au! Ich merk schon, das wird so nischt. Scheiße. Ich hab mir auch noch einen Kopf angeschlagen hier. Ich guck... Die Tür vom LKW abgefahren. Moin. Ach, so ein Scheiß, ey. Ich guck so rein. Das ist mir hier zu bunt. Na toll. Oh, Spanngurte, die sehen aber ein bisschen fest aus. Wenn sie da irgendwie mal reinkrabbeln irgendwann können, müssen wir da mal ein bisschen... Das Einzige, was ich jetzt zu bemängeln hätte, wären die Anti-Rutschmatten hier. Das ja, ist das Einzige, was ja, die bei den neuesten sind. Aber die Spanngurte sind auch ein bisschen, bisschen fest, ne? Überspannt. Ja, die sind ein bisschen überspannt. Das können sie jetzt hier nicht beheben, weil sie nicht rinkommen, aber für das nächste Mal ein bisschen lockerer. Ja, also wir machen und sind die Prüfplaketten noch drauf auf den Gurten? Die blauen, das kann ich jetzt so nicht sehen. Also da war ein Bändchen dran, aber... Okay. Ja, haben Sie denn zufällig noch eine neue Blompe für mich mit? Mein Chef, der bringt mich um, ey. Ja, muss fragen Sie mal den Kollegen. Hallo? Haben Sie noch eine Blompe mit, damit wir das wieder zu verbieten Ihnen helfen beim Leuchten? Nee, welcher LKW gehört denn Ihnen? Der in der Mitte? Nee, der hier. Wen gehört der in der Mitte? Das gehört dem anderen Kollegen. Kollege. Untersuch. Ja. Du meldest aber ganz zacki dein LKW an. Sonst platzt mir gleich der Arsch, Kollege. Ach, ist das, der, ist das der Unangemeldete? Das ist der Unangemeldete. Ja, geben Sie das Ihren Chef weiter? Ja? Sonst kommt der Shepard persönlich vorbei, dann trete ich ihn sein hier bisschen Arsch, Alter, dann kann er sich durch den Arsch die Zähne putzen. Werde ich mal. Wollen Sie die Adresse haben direkt? Ja, das wäre supi. Ja, Moment. Das ist die 16. Straße. Haben Sie da eine Telefonnummer zufällig? Warte, ich glaube, ich habe die. Welche Spedition arbeiten Sie denn? Spedition Cheng. Cheng. Gut, warten Sie mal. Ich google das mal, ich rufe da mal kurz durch. Ja, klar. Spiel die Sonne a la Chenga. Warte, dann müssen wir anonym machen. Ja. Wie kann ich denn anonym anrufen? Instruktion allgemein. Wie ging das? Hier. Hallo? Hier ist guter der Shepard. Ah, guter Tag, Herr Shepard. Dann bin ich da bei der Spedition Cheng. Ja, dann in die Kritik. Ja. Wir haben den LKW nicht angemeldet. Ja, ist neu importiert. Ja, neu importiert. Jede ganz schnelle Auftrag muss die schnelle absolviert werden. Ja, trotzdem, ne? Nächstes Mal anmelden. Ah ja, tut mir leid. Ja. Ja. Da muss jetzt Ihr Kollege durch, ne? Der muss jetzt $250 zahlen. $250. Ja, tut mir leid, Officer. Holt er sich denn von Ihnen wieder, ne? Und wenn mir zu Ohren kommt, dass Sie nicht den Kollegen da ausbezahlt haben, dann komme ich mal persönlich vorbei. Nee, das mache ich. Ja, wunderprächtig. Ja, wunderprächtig, höre ich doch gerne. Gut. Ah, ja. Bis dann, guter tschüss. Guten Tag, ciao. So, jetzt Cheng. Ne, das ist jetzt Cheng, oder? Hier hinten. Ja, richtig. So, die müssen jetzt trotzdem $250 Strafe zahlen, dafür, dass der LKW nicht angemeldet ist. Ja, seien Sie mal zufrieden, dass ich nicht mein Polizeiauto da hinten noch mit anwerte, ne? Ja, selbstverständlich. Das wird ja, dann noch teurer. Das hole ich mir vom Chef auf jeden Fall wieder. Ja, das habe ich auch gesagt. Das können Sie sich wiederholen. Ah, ja, gut. Also weiß der schon Bescheid. Der weiß schon Bescheid. Ah, alles klar. Das ist schön. So, dann eben unten links. Wunderprächtig. Ja, so. Bestimmt Durchschlag. Mit, ne? Nehmen Sie sie mit, können Sie Ihren Chef zeigen. Und dann machen Sie weiter Lesezeichen hier. Und wenn das rufen Sie an, ja? Jo, mach ich. Jo, ciao. Schönen Tag. Ciao. Tschüss. So, wir können. Haben Sie zufällig noch eine Schmier Cola für mich über? Ach, ich bin so durstig, ey. Ich hab vor uns voll vergessen, irgendwas Cola. Zu machen. Cola? Kann ich eine Limo anbieten? Oder eine Limo oder so, das wäre aber top. Oh.
dachte, ich habe noch hinten im LKW was drin. Ein Sixpack, aber irgendwie. Ah, oh, vielen Dank. Ja, bitteschön. Die trinke ich gleich mal. Machen Sie das. Gut, dann wünsche ich Ihnen hier eine schöne Weiterarbeit und machen Sie jo, nicht zu viele Lesezeichen. Ja, hoffentlich. Nee, ich mache keine Lesezeichen. Hoffentlich schaffe ich es bis zum Sonnenuntergang, ey, noch ja, dann, zu werden hier. Der Herr baut Fenster hier ein. Jo, bei ja. Jürgen oben. Ziegelsteine, alles mit dabei. Na dann, viel Spaß. Nachgucken. Jo, bis später. Ja, Freunde, das war jetzt mal Pommes auf andere Art und Weise.